ドラえもんのび太の牧場物語。Hey du, schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal Doraemon Story of Seasons. Das Ganze ist ein Crossover zwischen dem Story of Seasons Franchise und, ja, wie der Name natürlich schon sagt, Doraemon. Das war eine Zeichentrickserie, die von 1969 bis 1996 in Japan lief und ja in Asien einfach so bekannt gewesen ist wie hierzulande Mickey Maus. Doraemon ist ein kleiner Robokater, der in diesem Spiel zusammen mit Nobita die Welt erkundet. Wir haben hier eine eigene Farm, da kommt dann der Story of Seasons Part rein. Wir können Felder anlegen, Tiere züchten, wir können Möbel bauen, wir können, wie gesagt, die Stadt erkunden. Und ich bin mal gespannt, es hieß, dass Doraemons geheime Apparate das Ganze ein bisschen magischer gestalten werden. Ich bin sehr, sehr neugierig. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Bandai Namco Entertainment und an mein Netzwerk Alliance, dass sie mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr das Spiel auch spielen möchtet, das gibt es zum einen für Steam, also für den PC, für 39,99 € oder aber für die Nintendo Switch, auf der ich das jetzt spiele, für 49,99 €. Ich finde es ganz chillig, eigentlich so ein Spiel zum Mitnehmen dabei zu haben. Deswegen wollte ich es ganz gerne auf der Switch spielen. Und ja, was mir persönlich schon mega gut gefallen hat, was wir auch hier schon im Menü ein bisschen sehen und was ich im Teaser gesehen habe, was mich sehr angesprochen hat. Ihr wisst, ich male und zeichne gerne. Und das ganze Spiel ist in so einer, ja, Aquarelloptik. Und das fand ich total toll und einzigartig und, ja, innovativ. Das hat mir richtig gut gefallen und deswegen wollte ich das unbedingt mit euch spielen. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich bin gespannt, wie es mir gefällt. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal reinschauen, einige Folgen lang. Ich muss noch gucken, ich habe noch keine festen Tage, wo das kommen soll. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, durch meinen neuen Job muss ich jetzt erstmal alles zeittechnisch so ein bisschen finden. Aber ich denke, wir finden da schon eine Lösung. So, und jetzt... Wir müssen den Nutzungsbedingungen zustimmen. Ja, und wann kommen meine Waschmaschinen? Das machen wir jetzt und dann geht's auch schon los. Ich freue mich. Ich freue mich total. Ich habe jetzt das Spiel seit zwei Monaten ungefähr. Zweieinhalb Monaten. Da habe ich das entdeckt und seitdem wusste ich, ich will es unbedingt zocken. Und es ist jetzt erschienen am 11. Oktober, also noch ganz, ganz frisch. Und jo, jetzt schon heute hier bei mir. Ah, es ist so süß. Alleine hier das Ladebild ist schon süß. Und da sehen wir Nobita und Doraemon, die vor dem Haus stehen. Hey, Doraemon. Was gibt's, Kumpel? Hier kann ich schlafen, bis die Schafe heimkehren. Bleiben wir doch. Sei nicht verrückt, wir sollten zurückkehren. Aber ich will noch etwas schlafen. Nur noch ein bisschen. Ja, ja. Noch 5 Minuten. Nur noch 10 Minuten will er sogar schlafen. Ich bin wohl eingenickt, als ich an mein Sommerprojekt dachte. Zum Glück hat Mama es nicht erfahren. Okay, es muss mir was einfallen. Du bist wach? Es ist ein Wunder. Warum ziehst du so ein Gesicht? Mach ich nicht. Ich denke nur intensiv über etwas nach. Dann hast du gerade einen kompletten Aussetzer. Was? Ich habe mir eine tolle Idee für das Sommerprojekt überlegt. Holla, entschuldige, Kumpel. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wie unhöflich. Schon okay, ich gehe. Zermarte dein Hirn und denk dir was Tolles aus. Bei ihm klingt es, als wäre ich kein bisschen kreativ. Ah, mir fällt absolut nichts ein. Vielleicht hilft ein Nickerchen. Dieser Ort in meinem Traum war sehr entspannend. Da will ich hin. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, Nobita? Nobita? Erde an Nobita! Ja? Genug geschlafen. Du musst Hausaufgaben machen. Ich wollte sie gerade machen. Keine Ausreden, junger Mann.
Na gut, okay. Ich muss nur das beste Sommerprojekt überhaupt machen. Nobita! Das ist ein ganz schön hohes Ziel. Und was jetzt? Hä? Was ist das? Hab noch nie so ein Spiel... Wie, er redet ja noch. Hab noch nie so einen Spiralsamen gesehen. Ist es eine neue Art? Ich hab's. Ich werde diesen Samen für mein Projekt anpflanzen. Nobita? Oh, hey Doraemon! Oha, das hatte gerade so ein bisschen was von der magischen Bohnenranke, ne? Oh je. Und jetzt? Ach, wie süß, kleine Äffchen. Oh, Junge, mich müsste mal jemand hinter dem Ohr kratzen. Oh. Ich glaube, ich laus der Affe. Hey, warte! Die anderen wissen jetzt gar nicht, was ist. Au, das tut weh. Hey, alles in Ordnung? Kaum. Dieser Sturm war unglaublich. Definitiv der verrückteste, den ich je erlebt habe. Anscheinend hat er uns alle mitgenommen. Nobita, alles in Ordnung? Oh, nur noch 10 Minuten. Nobita! Wo sind wir? Anscheinend hat uns der Wind hierher gebracht. Oh, wie schön. Hab noch nie einen so mega großen Baum in unserer Gegend gesehen. Ob wir wohl nach Hause kommen? Mami! Keine Bauchschmerzen. Aua. Hm? Hey, wo ist Doraemon? Jetzt, wo du es erwähnst? Du glaubst doch nicht, dass er uns hier zurückgelassen hat. Er würde so etwas nie tun. Er muss hier irgendwo sein. Lasst uns ihn suchen. Doraemon? Doraemon, wo warst du? Ein Tier hat sich meine Apparate geschnappt und ist fortgelaufen.
Ich habe es verfolgt, aber dann tauchte ein Riesenbär auf und... Ein Bär? Das klingt schrecklich. Geht es dir gut? Alles gut, aber... Aber deine Apparate wurden gestohlen. Du hast aber noch was, mit dem wir nach Hause kommen, oder? Lass mal sehen. Die überall hin Tür, sie ist weg. Mir scheint, wir werden noch ein Weilchen hier sein. Sag, dass das nicht stimmt. Es wäre schön zu wissen, wo wir überhaupt sind. Ich erkenne diesen Ort nicht. Vielleicht brachte uns der Sturm in ein super fernes Land. Das ist eine Möglichkeit, aber dieser Sturm... Er war vielleicht eine Krümmung in Zeit und Raum. Ernsthaft? Es kann sein, dass wir in einem anderen Zeitalter gelandet sind. Moment mal, stimmt schon, das war ein verrückter Sturm. Aber wie kann uns ein Unwetter durch die Zeit teleportieren? Ich habe etwas Seltsames gesehen, als wir hochgewirbelt wurden. Etwas sagt mir, dass das ein Zeitloch gewesen ist. Heißt das, dass wir nie zurückkommen werden? Was ist mit deinem Zeitgürtel? Damit kann man durch die Zeit reisen. Ich sag's nur ungern, aber der Zeitgürtel wird gerade repariert. Wir sind verloren. Was machen wir bloß? Also erstmal schauen, wo wir sind. Richtig, herumzusitzen hilft uns nicht weiter. Seid ihr sicher, dass wir hier herumwandern können? Was haben wir für eine andere Wahl? Auf geht's. Ach Gott, ist das süß, Leute. Ach, ist das putzig. Guckt euch mal diesen Grafikstil an. Ich denke, ich habe noch keine Postkarte von diesem Ort gesehen. Moment, ich höre Wasser. Ich auch, vielleicht dort drüben? Wow. Wow, seht euch an, wie groß der Wasserfall ist. Ein riesiger Wasserfall und ein Riesenbaum. Verrückt. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vermutlich besser als Däumchen drehen. Oh. Wow. Was für eine bezaubernde kleine Stadt. Vielleicht kann uns dort jemand helfen. Lasst uns hingehen. Ich denke, wir sollten wirklich ein wenig vorsichtiger sein, Leute. Oh. Hä? Nanu, wen haben wir denn hier? Ella? Ifchatmik? Alakokot? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Irre ich mich oder wirkt er irgendwie erschrocken? Würdest du plötzlich auf ein paar Fremde treffen, wärst du das auch. Hast du ein übersetzt Kaugummi, Doraemon? Eon Oreki? Einen Augenblick. Beeil dich. Gefunden. Übersetzt Kaugummi. Schnell, er muss das essen. Woher kommt ihr Typen? Wer seid ihr? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Toll, jetzt verstehen wir uns. Nett, dich zu treffen. Könnt ihr mir euren Namen nennen? Ich bin Nobita Nobi. Ein großer Sturm brachte uns hierher, glaube ich. Mein Name ist Shizuka. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Takeshi, aber du kannst mich gern nennen. Tsuneo Honikawa, es ist mir ein Vergnügen. Und ich bin Doraemon. Ihr wurdet in einem großen Sturm gesogen? Wow. Mein Name ist Harmon und ich lebe auf der Farm dort drüben. Auf dieser Farm lebst du? Sie ist toll. Ihr sagt, ihr seid hier alle gestrandet? Wenn ihr festsitzt, warum bleibt ihr dann nicht auf der Farm? Wirklich? Das ist ein großzügiges Angebot.
Bist du sicher? Ja, dort wohnen nur ich und meine Oma. Keine Sorge. Geht ruhig rein. Wow, wir schulden dir echt was, Harmon. Dankeschön. Ah, arigato. Oh, ich mag Japanisch. Hier ist es. Willkommen in meinem bescheidenen Stück vom Paradies. Neue Freunde von dir, Liebling. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Nobita Nobi. Ich bin Doraemon. Shizuka, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Takeshi Goda. Suneo Onekawa. Solch wohlerzogene Kinder. Mein Name ist Raviola. Nobita sagt, dass sie von einem Riesensturm hierher geweht wurden. Nun, da wären sie nicht die Ersten. Hä? Oma sagt manchmal solche Sachen. Macht euch keinen Kopf deswegen. Oh, okay. Leben noch andere Leute in dieser Stadt? Ja, viele Leute leben in Natura. Hier geht es eher gemächlich zu und das ist auch gut so. Wow. Es ist fast Abend. Ich sollte besser die Felder bewässern. Hä? Kaum zu glauben, dass uns ein Sturm ein paar Kinder vor die Tür weht. Wissen Sie, was mit uns passiert ist? Die Stürme kommen und gehen. Sie bringen Leute und tragen sie fort. Von so einem Sturm habe ich noch nie gehört. Kein Anlass zur Sorge. Ihr habt den Schutz vom Baum der Ältesten. Wie meinen Sie das? Jener große Baum beschützt unsere Stadt, also seid ihr hier sicher. Nun, das ist eine Erleichterung. Wir sollten uns besser Gedanken machen, wie wir zurückkommen. Verdammt richtig. Irgendeine Idee, Nobita? Vielleicht sollten wir herausfinden, wo wir sind. Sehe ich auch so. Danach können wir entscheiden, was wir dann machen. Gute Entscheidung. Erkunden wir die Umgebung. Moment mal, warum bin ich der Einzige, der ausflippt? Du meine Güte, dann lass du dir doch was einfallen. Hey, ich... Aber, streitet euch nicht, Kinder. Entschuldigung, Raviola. Der Göttin gefallen keine Konflikte, wisst ihr? Der Göttin? Wovon spricht sie? Die Stadt hat eine Göttin der Erlösung. Sie wacht über den Baum. Ist das nicht der Baum, den wir als erstes sahen, als wir aufwachten? Aber es war niemand da zu der Zeit. Sprichst du wieder von der Göttin, Oma? Weißt du, wovon sie spricht, Harmon? Es ist ein Märchen, das sie erfunden hat. Es wird spät. Wenn ihr hier bleiben wollt, seid ihr alle willkommen. Sicher? Wir haben keine extra Räume. Es ist also etwas eng. Ist das okay? Das ist besser als gar nichts. Danke. Shizuka, warum schläfst du nicht hier bei mir? Oh, gerne. Danke. Aber zuerst wollen wir eure kleinen Mägen mal ordentlich füllen. Jetzt, wo du es erwähnst, dann mache ich euch mal etwas zu essen. Ich kann helfen. Danke, meine Liebe. Am Tag darauf. Guten Morgen. Morgen. Hey, warum war Harmon nicht da, als ich aufgewacht bin? Harmon? Oh, er ist schon auf den Beinen. Schon zurück, Liebling? Oh, du hast den Bürgermeister mitgebracht. Guten Morgen, Termais. Ja, guten Morgen, Raviola. Ihr müsst die Kinder sein, die gestern aufgetaucht sind, hm? Das ist der Bürgermeister unserer Stadt. Termes, würde ich glaube ich eher sagen. Euer Bürgermeister? Genau der. Ich bin hier, um euch ein paar Gesetze zu erklären. Was für Gesetze? Das Wichtigste ist, dass alle Kinder verpflichtet sind zu arbeiten. Was? Aber das ist Kinderarbeit. So halten wir es hier. Selbst Harmon hilft auf der Farm.
Komm schon, Demis, diese Kinder bleiben nicht für immer. Man kann sicherlich dieses eine Mal ein Auge zudrücken. Ich verstehe dich, Raviola, aber... Also, na gut, wenn Raviola darauf besteht, drücke ich ein Auge zu. Aber wenn ich euch beim Nichtstun erwische, gebe ich euch Arbeit. Warum sollten wir hier helfen müssen? Oh, das müsst ihr nicht, keine Sorge. Aber Amon hilft hier, oder? Uns gehört diese Farm schon immer. Oma schafft es nicht allein. Aber ich will es euch nicht mit unseren... Problemen belasten. Aber wenn wir eine Weile hier festsitzen, sollten wir helfen. Er hat recht, ich möchte helfen. Ich hätte nie geglaubt, das zu sagen, aber ich bin Nobitas Meinung. Doraemons Apparate fehlen auch alle noch. Tut mir leid, euch zu enttäuschen. Sehen wir uns den Rest der Stadt an. Gute Idee, das sollten wir. Dann sage ich allen Bescheid. Ihr könnt nach dem Frühstück los. Danke, Harmon. Lasst uns futtern und dann starten. Ja! Okay, sehen wir uns mal um. Wartet mal, lasst mich euch erst etwas über Natura West erzählen. Was meinst du denn mit West? Ganz einfach. Diese Stadt teilt sich in der Mitte in zwei Hälften. Mein Haus liegt hier in Natura West. Außerdem gibt es hier zwei Läden. Zuerst kommt der Hühnerladen. Ich wette, das ist ein ziemlich belebter Ort. Ja, die Hühner wecken mich jeden Morgen auf. Danach kommt der Viehhändler. Oh, welche Tiere gibt es denn dort? Schafe und Kühe. Der Laden ist bekannt für seine glücklichen Tiere. Ich schätze, wir sollten uns erst einmal beim Hühnerladen vorstellen. Eine gackend gute Idee, Kumpel. Benutze zuerst den linken Stick, um dich zu bewegen. Benutze die Richtungsknöpfe, um in verschiedene Richtungen zu blicken. Benutze den rechten Stick, um einen Überblick des Gebiets zu erhalten. Ich warte beim Hühnerladen auf dich. Komm vorbei, sobald du fertig bist. Okay, linker Stick. Richtungstasten, um mich zu drehen. Und den linken Stick nutzen. Ah, zum Rein- und Rauszoomen. Ah. Okay, aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für die erste Folge von Doraemon. Ich muss mal schauen, vielleicht schneide ich die sogar in zwei Teile und bringe eine morgens, eine abends, weil die jetzt doch relativ lang war. Ganz ehrlich, Leute, meine erste Meinung zu dem Spiel ist mega. Ich finde es super süß gemacht von der Story, total knuddelig. Ich mag jetzt die Charaktere und ihre Art schon total gerne. Ich finde dieses Optische, diesen Aquarellstil, guck mal, sieht sogar so aus, als ob hier die Poren von dem Aquarellpapier durchscheinen würden durch die Farben. Finde ich mega schön, ganz, ganz toll. Und die Musik, ganz ehrlich, Leute, der Soundtrack ist doch mal super, super putzig, oder? Ah, ich mag das Spiel jetzt schon. Kawaii! Es ist total süß. Mega knuddelig. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier speichern kann. Das war es nicht. Das war ins Menü gehen. Oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Ja, ich spiele noch mit einem neuen Gamepad. Das habe ich noch nicht so lange für die Switch. Ah, da unten kann ich durchswitchen. Ich weiß nicht, wie ich hier speichern kann, wenn ich die Sticks drücke. Auch nicht. I don't know. Egal, ihr Lieben. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Doraemon dabei sein würdet. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso gut wie mir. Wenn ihr es auch spielen möchtet,
dann verlinke ich euch das Ganze einfach mal über einen Amazon-Link für die Nintendo Switch. Dabei handelt es sich im Übrigen um einen Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr das darüber kaufen solltet, könnt ihr mich sogar noch kostenlos unterstützen. Und natürlich auch noch den Steam-Link, wenn ihr es lieber am PC spielen möchtet. Und ja, an dieser Stelle nochmal die Info. Ich spiele es, wie gesagt, auf der Switch, weil ich es ganz cool finde, so ein Spiel mobil mit mir rumtragen zu können, wenn ich denn möchte. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!